nächster Programmpunkt ist jetzt die Star Wars Showgruppe Lightsaber Battle Show. Und die zeigen einen Laserschwertkampf vor. Die Halle wartet schon gespannt darauf. Deshalb werde ich nicht mehr länger aufhalten und wünsche jetzt viel Spaß bei Star Wars. Nach dem Fall des Imperiums erhoben sich die überlebenden Jedis und deren Padawane. Doch die dunkle Seite ist bereit, sich in neuer Form zu erheben. Noch brutaler und noch mächtiger als zuvor. Unter größten Opfern ist es den Rebellen gelungen, einen Codezylinder mit den Koordinaten eines Renntempels in ihren Besitz zu bringen. Um diesen in Sicherheit zu wissen, übergaben die Rebellen den Zylinder zwei mächtigen Jedis. Diese haben sich auf den ehemalig imperialen Planeten Gamandar zurückgezogen. Ein steiniger Planet, der nun wieder der hier existierenden Rasse gehört. Doch ein Anwärter der Ren hat davon erfahren. Für seine Mission benötigt er jedoch die Hilfe des ehemaligen Siths. Nach der Jagd des Regimes. Was sagt mir, dass du meiner Hilfe würdig bist? Trifft mich. Etwas später auf dem Planeten Gamandar.
sie gehen. Wir werden sie noch brauchen. Wahnsinnig toll. Hollywood auf unserer Bühne, hätte ich nicht gedacht. Ziemlich cool. Nochmal einen lauteren Applaus, finde ich. Das war ein bisschen leise vorher. Ja. Für alle, die euch noch nicht kennen, ihr tretet viel für karitative Zwecke auf. Wo seid ihr denn sonst noch so zu sehen? Mikro 1. Jetzt. Der magische Puster. Im Prinzip sind wir bei jenen Events zu treffen, was annähernd auch Cosplay, Film, Science Fiction, Hotelpaarmessen, alles Mögliche, sind wir mehr oder weniger zu finden. Und vorwiegend sind wir unterwegs für Make-A-Wish, Kinderkrebshilfe, Kumpelgut. Also alles, was mit arme, kranke Kinder zu tun hat, sind wir da und kämpfen dafür. Schön. Das finde ich wirklich super, dass sowas gibt. Wie lange gibt es euch jetzt schon? Also, unser einer da, wir zwei, haben uns getroffen 2012 in Straßweichen und unser Markus hat so Opa so mir rübergehauen, was ist, machen wir es mal so einen Showkampf mit Lichtschwerter. Haben wir gedacht, ja, eigentlich eine recht gute Idee. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger Kumpels und Kumpanen seit 4 Jahren, 5 Jahren. Super. Und ihr seid ja auch laufend auf der Suche nach neuen Mitgliedern? Das ist korrekt. Umso mehr, umso besser. Und da möchte ich gleich eins mal festlegen. Star Wars, wie alle wissen, ist schon lange keine Männerdomäne mehr, sondern auch die Frauen haben im Vormarsch. Was natürlich sehr toll ist. Und darum bitte ich Applaus für die Damen. Bei genauen Infos könnt ihr gerne bei uns vorbeikommen, wir sind im Händlerraum. Gleich der erste Stand, kommt zu uns, informiert euch, wir halten Schnuppertraining ab, etc. Ich kann aber eins versprechen, bei uns gibt es keinen Gruppenzwang, bei uns ist alles Spaß, jeder respektiert den anderen und so soll es auch bleiben. Wie oft übt ihr in der Woche und wo trefft ihr euch da? Wir treffen uns zeitweise bei solchen Wetterverhältnissen natürlich outdoor, was natürlich immer hingucker ist, wie Donaupark. Oder bei Ermi auf der Wiese, sage ich mal so. Ansonsten, wenn das Wetter nicht so passt, sind wir im Fitnesscenter, egal jetzt. Ja. Aber da dürfen wir natürlich gratis trainieren, eben aufgrund, weil wir karaktiv unterwegs sind. Mhm. Aber in der Regel schauen wir, dass wir so oft wie möglich trainieren können. Und die Kostüme, habt ihr die eigentlich selbst gemacht? Oder? Ja, das sind Teile selbst gemacht. Super. Man kaufen kann man die in der Regel sowieso nicht. Ja. Also muss Internet herhalten, Dr. Google, Schnittmuster, Nähtalente natürlich. Ja. Und wir helfen natürlich dazu, wenn man wo ansteht, was Kostümbau auch angeht. Das betrifft dann natürlich die Pfeiffer First Legion, genauso wie die Rebellion. Also jetzt unabhängig von der Kampfgruppe. Also wir helfen den Leuten schon, wenn es um Kostüme geht. Wie lange warst du in der Maske alleine, Schminke? Heute war mein Rekord mit 20 Minuten. Wow, das geht ja ziemlich flott eigentlich. Ich mache ja fast nichts mehr anderes, ne? Ja, du bist schon so einstudiert, du kannst es schon blind wahrscheinlich. Okay, ja gut, dann falls ihr Fragen habt, besucht sie doch im Händlerraum. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer japanischen Kampfsportschule, der Schule Takeda Budokan Wien. Die zeigen euch ein letztes Mal heute traditionelle Kampfsportarten vor. Davor rufe ich
dich jetzt nochmal zum Yokai Watch Dance auf. Vielleicht nochmal einen großen Applaus für die Star Wars Gruppe. Dankeschön und einen großen Applaus an alle Cosplayer. Meinen höchsten Respekt. Dankeschön. Danke für den Auftritt. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt noch einmal einen Yokai Watch Dance, weil uns viele